Ein großer Transformator des Pumpspeicherkraftwerks in Markersbach soll in Aue verschrottet werden. 210 Tonnen bringt er auf die Waage. Zu viel für die Straße. Auch bei der Eisenbahn sind derartige Lasten nicht alltäglich. Nur mit einem speziellen Eisenbahnwagen ist der Transport möglich. In Grünstädel steht die besondere Fuhre zur Abfahrt bereit. Zwei Dieselloks werden ihn ziehen. Immerhin rund 430 Tonnen Zuglast müssen befördert werden. An der Spitze mühen sich zwei ehemalige Reichsbahn-Oldtimer. Schon vor langer Zeit mussten sie den regulären Dienst quittieren. Vorneweg die Glauchauer 228-770 und dahinter 202-646 der Erzgebirgsbahn. Eigens für die Fotografen fährt der Zug bis nach Zwönitz hoch. Davor, in der Lößnitzer Spirale, müssen beide Loks alles geben. In Zwönitz wird für die Rückfahrt nach Aue Kopf gemacht. Auch für Lokführer Wolfgang Fischer ist der Transport etwas Besonderes. Also was Alltägliches ist nicht, das sehen Sie schon an den Leuten, die hier sind. Ne? So ein Trafo wird nicht jeden Tag verschrottet oder zum Verschrotten geschafft. Und, aber von der Last her ist es nicht außergewöhnlich, ich will es mal so sagen. In Dahlheim wird der Zug dann nochmal komplett umrangiert. Der Aufbau des Zuges ist also so, dass der Trafo immer am Schluss laufen muss. Der darf also hinten dann nicht mehr dranhängen. Mhm. Welchen Grund hat das, dass der Trafo mal hinten hängen muss? Wenn Sie den Trafo mal angeguckt haben, da steht also nicht auf dem Wagen, sondern da ist zwischen zwei sich ein Tragwagen eingehängt. Also es besteht dort keine Verbindung zusammen. Und deshalb darf dort nicht hinten dranhängen. Dass also keine Zerrungen bestehen, dass also der Zug dann nicht gestreckt wird und eventuell der Trafo auseinanderreißt. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Der Trafo-Transport rollt jetzt nach Aue, dem Ziel des Sondertransports. Jetzt führt die V100 den Zug an.